Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum neuen Börsenbuffet. Heute aus dem verregneten Frankfurt. Sie sehen es im Hintergrund, spielt aber am Ende hier erst einmal vielleicht keine direkte Verbindung. Gibt es hier nicht zum DAX, aber möglicherweise entwickelt sich da draus etwas. Schauen wir uns die charttechnische Situation mal an. Wir stecken ein bisschen fest an der 465. Tja, und machen wir dann 1, 2, 3, Reaktivierung von diesem Top, das wir ausgebildet haben im Juli. Dort ist der Punkt 1 für die Reaktivierung bei 12.294. Das ist erstmal weit weg, aber wir haben charttechnisch betrachtet, hier oben bei dem Punkt 2, bisher kein Vorankommen. Das Hoch vom 13. September liegt bei 12.495,52. Das Hoch vom 20. September liegt bei 12.490,99. Muss man sagen, für die Bullen, oh schade, da ist kein höheres Hoch entstanden. Das heißt, wenn wir jetzt einen Rücklauf bekommen, dann wird das Tief vom 17. September relevant. Das liegt bei 12.302,53. Ja, und da ist die Marge für eine doppelte Aktivierung von einem 1, 2, 3 dann nicht weit, denn es könnte dazu kommen, dass wir 12.294 auch durchschlagen. Dann hätten wir quasi eine Reaktivierung von diesem 1, 2, 3 hier, von einem großen 1, 2, 3. Und wir hätten gleichzeitig hier auch ein kleines 1, 2, 3, wenn wir eben unter dieses Tief, eben genannt, darunter gehen. Ziel wäre dann 12.068, 11.975 potenziell, die 200-Tage-Linie, die dort liegt, und 11.835 nach unten. Da ist quasi der Widerstand ja gewesen, wo wir hier mehrmals im August nicht drüber gekommen waren. Sollten wir auf der anderen Seite diese beiden Unterstützungen halten und verteidigen, sollten der Käufer reinkommen, was sie bisher taten, muss man auch sagen, dann tja, müssen wir halt irgendwann auch über die 4,65 drüber kommen, um einen bullischen Druckaufbau in Richtung 5,31 und 6,60 zu bekommen. Aber zurzeit steckt der DAX hier fest. Die Belastungen kommen vom US-Markt. Wir haben im US-30er ein 1, 2, 3 Top ausgebildet. Bei 27.067 waren mehrmals die Versuche da gewesen, diese Marke zu halten. Also kein 1, 2, 3 Trendwendemuster zu reaktivieren und damit auch ein neues Verkaufssignal abzuwenden. 27.067 Punkte. Da sind wir jetzt drunter gegangen, haben einen Schlusskurs drunter generiert. Das heutige Tageshoch ist auch ungefähr dort in dieser Marke, könnte damit eben auch als Widerstand bestätigt werden. Das heißt, für den heutigen Handelstag bedeutet das, wir müssen über die 27.067 möglichst drüber kommen, um hier dann jene Marke als neue Unterstützung zu bestätigen. Das ist für den Moment nicht da. Sie haben es am Freitag nicht halten können. Insofern hier eine Top-Bildung im US-30 im Dow Jones. Für den Moment scheint hier es kein Vorankommen zu geben. Als Ziele nach unten sind 26.859 und 26.731 und dann fortfolgend eben die weiteren FIBO-Marken zu sehen. Charttechnisch ist das ja zwar ein Kursgeschehen, das sich eine Top-Bildung, die sich in der Nähe von einem Allzeithoch jetzt ereignet, aber gleichzeitig gibt es ja dann doch diese Ähnlichkeit auch zum DAX, den wir uns gerade angeschaut haben. Kommen wir zum kurzfristigen Chartbild. Da haben wir im S&P 500 im 5-Minuten-Chart ganz gut zu sehen. Die Situation, dass der Test der 3020, das ist ein wichtiger Widerstand aus dem Tageschart, dass wir hier oben so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet haben. Die verkürzte Version von der Schulter-Kopf-Schulter ist einfach ein 1-2-3-Top, also eine 1, 2 und 3. Und das haben wir dann nochmal getestet gehabt und sind runter bis zum 5,81er, haben da doppelten Boden ausgebildet und hängen jetzt unter der EMA 200 bei 3002. Und auch unter der 261,8er FIBO-Extension. Eine Entschärfung charttechnisch gibt es von dieser Top-Bildung erst, wenn wir über 3016
96 drüber steigen können im SPX 500. Ansonsten haben wir ein aktives Top und müssen uns erst dorthin kämpfen, um dann dort oben möglichst eine bullische Entscheidung hinzubekommen. Auf dem Weg dorthin kann man sich eben an diesen ganzen Fibo-Marken nach oben als Widerstand, nach unten als Unterstützung orientieren. DAX bisher kein bestätigtes Signal für eine Auflösung der Eröffnungshandelsspanne nach unten. SPX klettert über die EMA 200 auf 5-Minuten-Basis. In 25 Minuten kommen die Einkaufsmanager-Indizes für Dienstleistungen und die Produktion. Und 441,19, die pinke Marke hier, ein wichtiger Widerstand aus dem Tageschart. Dort haben wir im August ja ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet. 100% Projektion aus diesem Tief liegt bei 12.441. Damit dann auch schönen guten Morgen in die Runde an den Thorsten, an Mr. S&P, an den Marion, Dot Trader, Huckleberry Finn, Stefan J., Stefan M., an Michael Moser, an Bluebird, Walter Puckett, an den Holle, schönen guten Morgen an euch alle, Saskia, Servus an dich, Basti Wall, schönen guten Morgen. Detlef Böhmer, guten Morgen. Den Proberaum. Schönen guten Morgen, Habör. Guten Morgen, Shorty. Bin auch da. Willkommen an Bord, Raphael. Guten Morgen. Ja, bisher Range Trading im DAX innerhalb der vorbörslichen Spanne. Man wird da in Frankfurt heute sehr eng drauf achten, was da in New York sich zusammenbraut, weil wir heute diese starke Outperformance, die bessere Entwicklung vom DAX relativ zur Wall Street gesehen, aber wenn die Wall Street jetzt dreht, wird sich da der DAX das vermutlich sich dem nicht entziehen können. Raphael stellt die Frage, Frage zur CMC, CFD-DAX-Indikation. Ist diese mit dem DAX-Future vergleichbar? Nun, der DAX-Future ist der Future und der CFD wird auf Basis von dem Future gepreist. Sie handeln aber handelt da mit den Kursen von CMC Markets. Es gibt jetzt einen Unterschied und zwar gibt es bei CMC Markets sogenannte Forward CFDs, zum Beispiel für den Dezember 2019, der basiert und wird gepreist nach dem Dezember DAX Future. Ist aber der CFD und er handelt nicht die DAX Future Kurse, sondern die CFD Kurse. Dann, das ist der Forward CFD, den kann man handeln. Da sind ein wenig, ist der Spread etwas weiter bei 2 Punkten. Im DAX Cash Index ist er bei 1 Punkt. Vorteil ist beim Forward CFD, man hat keine Haltekosten. Beim DAX hat man die Haltekosten, das kann man transparent sehen in dieser Auflistung, in der Produktübersicht. Und beim Forward CFD habe ich, wie beim DAX Future auch, einen ersten Handelstag. Und ich habe einen Verfall. Ja. Am Freitag hatten wir den großen Hexensabbat, das sind die letzten
September Futures verfallen. Und hier sieht man auch, wann eben der Dezember Forward CFD das letzte Mal handelbar sein wird. Das heißt, man muss immer automatisch rollen. Wenn man das nicht möchte, man möchte fortlaufend investiert sein, dann geht man in den Cash Index, den Cash CFD in dem Fall. Und der Cash CFD, was ist das? Nun, es ist ein fortlaufender, investierbarer CFD. Ich kann also da auf steigende und fallende Kurse setzen. Wenn ich jetzt aber den Cash CFD vergleiche mit dem DAX Future oder mit dem Forward CFD, dann gibt es punktemäßig eine Abweichung. Und diese Abweichung entsteht dadurch, dass eben gerollt wird. Und je nachdem, ob am Rollzeitpunkt der neue Terminkontrakt oder der neue CFD, in den gerollt wird, ob der, wenn der höher ist oder tiefer ist als der aktuelle Spotpreis, dann gibt es eben einen Aufschlag oder einen Preisabschlag. Und der wird dann eben bis zum nächsten Rolltermin in den Cash-Index. Es kommt hier, zum, wie man so schön sagt, also da reingerechnet, zusätzlich im Germany 30 Cash, da ja ein Performance-Index ist und Dividenden umfasst, wenn da Dividenden eben dort auch, findet eine Anpassung statt. Beim US 30, das ist ein Kursindex, da sind keine Dividenden drin, da gibt es also da entsprechend auch eine Anpassung. Und dann kommt man eben auf diesen Germany 30 Cash-Kurs. Dieser Kurs wird anders sein als jetzt eine Indikation sozusagen von einem anderen Anbieter oder die Cash-Kursberechnung von einem anderen Anbieter, weil schon allein der Zeitpunkt, wann gerollt wird, unterschiedlich sein kann. Und dann kann es dann eben kleine Abweichungen geben in den Rollpreisen. Ja, man verkauft den alten Future, kauft den neuen, berechnet auf Basis dessen einen Cash-Index. Und wenn ich das einen Tag später oder früher mache, dann kann da halt ein Unterschied dann auch da sein in dem Aufschlag oder Preisabschlag, der dann eskomptiert wird in den Cash-Index. Entsprechend ist dann nicht was richtig oder falsch, sondern es wird hier halt ein synthetisches Produkt erzeugt. Das ist das Gleiche, wie wenn ich einen Ölpreis habe und gucke mir einen Ölpreischart über die letzten 10 Jahre an. Dann existiert dieser Markt ja real eigentlich gar nicht, sondern es sind einfach nur immer Terminkontrakte. Ja, es sind immer, wo also zum Beispiel eine Raffinerie Öl kaufen kann mit Lieferung im Dezember. Danach verfällt es. Und die Preisaufzeichnung endet irgendwann oder würde irgendwann enden. Und deswegen fängt man an, synthetisch die aneinander zu tackern sozusagen, ja, einen Continuous Contract daraus zu machen aus den einzelnen Futures-Kontrakten und hat dann eben so einen Endlos-Kontrakt, der dann Cash CFD bei uns heißt, woanders gibt es dann andere Namen. Und das ist dann eben ein synthetisch erschaffenes Produkt, das den Vorteil bietet, fortlaufend investierbar zu sein, das den Vorteil bietet, eben auch, wo man längerfristiger auch Chartanalyse betreiben kann. Man kann also fortlaufend investiert sein. Man hat hier eine bessere, intuitiv greifbare Geschichte, als wenn immer man nur 2 Monate Chart hat und man hat irgendwie den aktuellen Futures-Kurs. Man hat auch eine Planungssicherheit über die Haltekosten, muss sich nicht um die Rollthematik kümmern. Aber wie gesagt, hat man bei CMC Markets auch die Option, den Forward CFD zu traden. TUI startet heute richtig durch. Technische Situation bei TUI ist jene, dass wir hier bereits ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet haben. Hier ist auch, ich habe den Chart aufgerufen, also bei CMC TV haben wir die auch schon behandelt gehabt. Und wir haben hier oben bereits einen Schlusskurs generiert gehabt über der 2,618er FIBO-Extension. Nach oben ist die 4,236er ein mögliches Ziel jetzt über diese Ausbruchsbewegung 10,52 €. Alternativ nach unten eine Unterstützung gegeben durch die 2,618er FIBO-Extension bei der 9,68. Also
Die Aktie hatte bereits im Juni einen Boden ausgebildet und befindet sich bereits sehr weit in der Bewegung. Batu Hanfrey, können wir uns bitte noch Gold anschauen? Das können wir gerne machen. Technische Situation beim Gold immer noch offen. Kommt eine 3, die tiefer ist als das Tief vom 10. September. Also ein Tagesschluss unter 1484,57. Würde ein 1-2-3 Top aktivieren, da kann man drauf achten. Ansonsten muss man davon ausgehen, dass wir einen weiterhin intakten Aufwärtstrend haben. Christian Z., danke für den Hinweis. TUI-Spekulation wegen Pleite Thomas Cook. So, DAX mit einem Signal für Trendbewegung abwärts. Wir sind unter 4,22 gesunken. Jetzt ein Widerstand, wenn der DAX gleich darunter schließt. 7 Sekunden sind es noch. Also die große Frage ist im DAX, kommt jetzt, nachdem der Index hier den Verfall hinter sich hat, kommt jetzt eine Bewegung rein. Wo sind mögliche Ziele nach unten? Wie vormals gesagt, 302 und 294. Also durchaus zu den zentralen Supports hier Platz. Ordentlich Platz nach unten. Frankreich, Market Index aus Frankreich bei 51,3, erwartet 52,7. Für Services 51,6, erwartet 53,2, also beides schwächer als erwartet. Der Gemischt-Index liegt bei 50,3, erwartet wurden 51,2. Also in Frankreich schwächerer Frühindikator vom Einkaufsmanager-Index. Beim S&P, und das zeigt jetzt hier auch, bringt uns diese Unsicherheit jetzt in den Markt auch rein, wurde der Versuch hier über der 3298 zu schließen abgewehrt. Shooting Star sofort wieder drunter, unter die EMA 200. Insofern droht ein Rutsch in Richtung 2994, das ist die 4236er Fibonacci-Preiserweiterung. Und jetzt kann man sich fortfolgend hier in dieser laufenden Bewegung, in der laufenden Abwärtsbewegung einfach auch markttechnisch orientieren, dass man sagt, also tieferes Tief, tieferes Hoch, tieferes Tief und eben keine 1, 2, 3 Tiefs, die sich herausbilden. Marimano, schönen guten Morgen. Äh.
Stefan hat gesagt, der Bund Future hat gerade ein schönes Breakout gemacht. Beim Bund im 4-Stunden-Chart haben wir ein 1, 2, 3 Top ausgebildet. Ja, und sind in dieser Bewegung da jetzt mittendrin nach oben. Jetzt so ein Cluster-Widerstand bei der EMA 200 auf 4-Stunden-Basis und bei der FIBO-Marke liegt beides hier bei 176,27 ungefähr. Die Netflix-Aktie am Freitag auf ein nun entscheidendes Niveau aufgeschlagen, die 270,81 Dollar-Marke. Wir haben hier auf der Oberseite ein 1-2-3-Top ausgebildet. Ja, im Wochenchart ist das ein bisschen komprimiert, im Tageschart sieht man es besser. Und man sieht hier auch, wie die Aktie sich dann hier erst an das erste Ziel bewegt hat, dort drehte, wieder einen Punkt 1 getestet hat, zum tieferen Ziel gegangen ist, ein bisschen überschossen hat, dann wieder hier oben immer wieder den Punkt 1 getestet hat, da nicht drüber gekommen ist, gab also keine Trendwendesignale, keine bullischen Druckaufbau und wir sind jetzt hier unten an einem 261,8er Fibonacci Ziel angelangt. Die Frage ist, kommt jetzt da eine Gegenbewegung bei der Netflix-Aktie oder will sie zum 200-Wochen-Durchschnitt bei 242,95 gehen? Das gilt zu beobachten. Sollte sie die 270,81 halten, dann muss man im Tageschart dann wiederum gucken, kann sie da eine Wende ausbilden, also ein 1, 2, 3. Ja, das ist bisher im bisherigen Verlauf, dort nach unten eben, hat es in der Struktur nicht geklappt. Es gab immer wieder Versuche, die nach oben zu reißen, aber dann folgten immer wieder tiefere Tiefs, so eben auch zuletzt, wo sie dann versucht haben mit dieser Kerze, ah komm, schaffen wir doch, nein, klappt nicht, okay, dann nochmal Stufe tiefer. Also auch da ein intakter Abwärtstrend bei der Netflix-Aktie und jetzt einen wichtigen Widerstand, einer wichtigen Unterstützung. Das kann man mal beobachten, was da jetzt als nächstes passiert. Spannende Entwicklung auch für den Gesamtmarkt relevant ereignet sich bei Apple. Apple hat es nicht geschafft, wirklich nachhaltig über den Punkt 2 anzusteigen. Damit droht jetzt eine erneute Top-Bildung bei der Apple-Aktie. Also Vorstellung vom neuen iPhone und Umstellungen zum Services-Unternehmen und so weiter. Ja, wurde eigentlich erst einmal positiv aufgenommen vom Markt. Aber nun, das, was die Charts hier sagen, ist, dass eben die 222,87 Dollar-Marke, man kann hier auch, wenn ich da reinzoome, man sieht, die haben hier am 11. September noch drüber geschlossen, aber dann kam sofort eine schwarze Kerze nach, ein Gap Down und ein bärischer Test, also kein erneuter Schlusskurs darüber. Damit gerät jetzt die 20-Tage-Linie 215,51 und dann ganz wichtig 212,34 ins Blickfeld. Die 212,34 ist der Punkt 1 aus dem 1-2-3-Top. Sollte man da drunter schließen, hätte man eine Reaktivierung von dem Top, dann könnte man eine ähnliche Bewegung sehen, wie wir sie auch hier in der Vergangenheit bekommen haben. Wie tief es dann geht, weiß ich nicht, aber man kann sich dann eben an den Fibonacci-Marken nach unten orientieren. Hier die 199,30 als 61,8er Fibo-Extension und dann die 196,90. Da liegt dann die 200, der exponentiell gewichtete gleitende Durchschnitt auf die letzten 200 Tagesschlusskurse, also die 200-Tage-Linie. In dem Sinne also eine spannende Entwicklung bei der Apple. So richtig ist die noch nicht hier aus dem Feuer der Bären raus. Könnte aber sein, dass sie die 212,34 hält und wir dann einen bullischen Druckaufbau nach oben bekommen. Also sehr, sehr spannend, das dann anzuschauen, wegen der hohen Gewichtung in den Indizes, auch für alle Index-Trader interessant. Ahem.
Silber durchaus spannend. Wir haben hier im Juli 2016, also Sommer 2016, ein 1-2-3 Trendwendemuster ausgebildet, haben hier dann mehrmals hier unten die 261er Fibo-Extension getestet und hangeln uns jetzt so in dieser Rallye, die wir gesehen haben, von 14,30 ungefähr auf fast 20, ja doch steil nach oben. Im ersten Anlauf, und die Frage ist, gibt es einen zweiten, aber in diesem Anlauf wurde der Punkt 1, ja, von dem 1-2-3-Trendwendemuster bärisch getestet. Die Aktie ist nochmal nach unten, die Aktie Silber ist nochmal nach unten gelaufen. Und jetzt bildet sich wieder ein kleines 1-2-3 aus. Und das macht Mut, dass Silber es schaffen könnte, noch einmal einen Test der 1922 zu basteln, wenn, und das ist ja der Tagesschlusskurs und der Tageschart, wenn der heutige Schlusskurs über dem Hoch vom 17. September liegt, also über 18.09, ein Schlusskurs reinkommt und die Handelszeiten vom Silber CFD bei CMC Markets sind von 0 bis 23 Uhr, also 23 Uhr Schlusskurs über dem Hoch vom 17. September bei 18.09, würde hier ein kleines 1-2-3 Trendwendemuster, ein 1-2-3 Tief aktivieren. Ein mögliches Ziel wäre dann hier oben die Entscheidungszone, dass man einfach nochmal guckt, okay, schaffen wir es dieses Mal hier wirklich nicht nur drüber zu schließen und drüber zu steigen, sondern dann eben beim Rücklauf nicht wieder drunter zu brechen, sondern eben das als Unterstützung zu halten. Wenn dem so sein sollte, hätten wir dann die Chance, hier einen bullischen Druckaufbau in Richtung des Punktes 2 zu sehen. Der Punkt 2 ist hier bei dem Hoch vom 11. Juli 2016 bei 2068. Da wäre also die Chance, dass wir dann dorthin steigen. Ansonsten ist hier ein 1-2-3 Top aktiv und wir könnten hier und können uns hier an den entsprechenden FIBO-Marken dann im Silber orientieren. So, jetzt aufpassen. Markt könnte hier ein 1-2-3 Tief ausbilden. Ja, es ist halt in so einem Verlauf, in so einem Abwärtstrend, so eine binäre Geschichte. Entweder macht er ein tieferes Tief jetzt oder ein höheres Hoch. Und es wird Zeit, darauf zu achten, was jetzt hier von den Wirtschaftsdaten kommt, im Einkaufsmanager-Index. Für Deutschland. Stichwort: kommt eine Rezession nach Deutschland? Ja oder nein? Und was kann man bei solchen Daten jetzt machen nun und erwarten? Und diejenigen, die in Short-Positionen jetzt da drin sind, ist mal grundsätzlich damit zu rechnen, dass wir hier Stops haben, die am Einstieg oder drunter liegen, dass Teilgewinne mitgenommen wurden. Die setzen jetzt natürlich die Leerverkaufspositionen da drin haben, darauf, dass der Markt möglichst hier weiter einbricht. Andernfalls gibt es bisher kein Signal für eine Trendwende.
da weder im SPX noch eben im Germany 30 Long-Signale da sind. Es ist jetzt aber damit zu rechnen, dass jetzt gleich eine größere Kerze kommen wird. Und da kann man, ja, wir haben ein tieferes Tief, insofern besteht hier die Gefahr für die Short-Position nicht wirklich. Es sind durch die Bank schwächere Daten. Ja, also keine Gefahr für die, die da Short drin sind. No problem. 52,2 bei den Dienstleistungen. Ja, kann man natürlich jetzt viel erzählen von, dass das doch mal eigentlich recht stark lief. Der Konsum und Services. Und jetzt sind wir da auch, gehen auch in die Richtung 50, was ja nicht Stagnation andeutet. Und hier ist ja, das ist also, so wie ich das mal gelernt habe, eine ziemlich heftige Rezession schon. Werte nahe 40. Also deutliche Kontraktion der Aktivität hin, wie man es so schön sagt. Not so nice. Bedeutet jetzt, wir kommen also tatsächlich doch recht schnell in Richtung der Entscheidungsmarken. Also die machen dann nicht lang rum, was mir grundsätzlich gefällt, weil damit ist auch diese Phase, die wir jetzt in den letzten Tagen hatten, die mir überhaupt nicht gefällt, wo wir halt immer wieder diese Reversals haben und dann muss man da wieder auf den nächsten Tag warten, dann wird es wieder gechallenged, dann wird es wieder verteidigt und es kommt halt nicht wirklich eine Entscheidung dabei raus. Und jetzt haben wir eben seit Freitag auch die saisonal schwache Zeit. Im Schnitt der letzten 10 Jahre hat der DAX am 20. September, das war am Freitag, sein Top ausgebildet und ist dann bis zum 4. Oktober gefallen. Also die Saisonalität steht jetzt gegen den DAX. Gleichzeitig hat man am Freitag einen großen Verfall. Die Spekulation oder die Vermutung war, dass es sein kann, dass nach dem Verfall es dazu kommt, dass der Markt eine Richtung aufnimmt. Die Signale dafür, das erste Signal ist der US-30, der einen Top reaktivierte. Und das zweite Signal steht hier für den DAX noch aus. Und die Frage ist, kommt es denn? Und das wird sich entscheiden bei der 302 und der 294, ob sie in der Lage sind, das zu verteidigen oder nicht. Schließen wir unter der 302 und auch unter der 294, dann hätten wir ein kleines 1-2-3 aktiviert und ein großes 1-2-3 reaktiviert, also doppelte Top-Bildung dann. Wäre dann da im Germany 30. Uli Frey, guten Morgen. Jochen, könntest du bitte auf die technische Frage einer Bestätigung des H1DT eingehen? Wann genau ist diese erfolgt? Das müsst du mir kurz nochmal erklären, das verstehe ich die Frage nicht ganz, was damit gemeint ist.
habe eben einen Volatilitätsalarm rausgeschickt zum Einkaufsmanager-Index, dass er gerade rutscht und schwache Daten bekommen haben, die auf eine Rezession hindeuten, dass eben die Unterstützung bei 12,294 relevant ist. Für euch alle, die ihr zuhört, wisst ihr das. Aber wenn ihr jetzt unterwegs seid und trotzdem das mitbekommen wollt, dann holt euch unsere Trading-App. Über die Trading-App, wenn ihr die installiert, dann bekommt ihr diese Push-Notifications auf euer Smartphone. Seid also auch unterwegs dann informiert. SPX schließt unter der 423.6er Extension, also unter der 2994. Da kann man jetzt mal gucken, wird das ein Widerstand? Wenn ja, dann wäre ein Folgerückgang in Richtung 2985 denkbar. Einige reden bereits von einem Doppeltop, andere sagen, schreibt Uli im Trader-Chat, dass es erst unter 302 aktiviert wird. Deshalb die Frage nach der technischen Klärung. Ja, also die klassische Deutung, die klassische Interpretation ist, dass ein Doppeltop wird erst aktiviert, wenn der Schlusskurs unter dem lokalen Zwischentief erfolgte. Das heißt dann Tagesschluss unter 302. Aktiviert ein Doppeltop. Für mich ist ein Doppeltop nichts anderes als ein 1-2-3-Top, wenn das rechte Hoch nicht höher ist als das linke. Wenn das rechte Hoch höher ist als das linke, dann ist es kein Doppeltop, sondern ein ganz normaler Rücklauf. Ja, also um das nochmal zu visualisieren, was wir jetzt hier haben, ist ein linkes Hoch, Zwischentief, rechtes Hoch, Rücklauf. So, jetzt kommt es drauf an, und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, was bei der 302 passiert. Schließt das Ding unter der 302, dann bestätigt sich das, was da an dem rechten Hoch schon sich angedeutet hat, nämlich dass der Markt zu schwach ist, um die Rallye fortzusetzen. Wenn der nicht unter der 302 schließt, dann kommen die unter Druck, die dort short drin sind und darauf setzen, dass das Rallye-Ende jetzt gewesen ist. Wenn die 302 gekauft wird, dann hätten wir die Chance, für das Hoch da oben rauszuräumen, die Shorties rauszudrücken. Und die Entscheidung, die wir jetzt dann sehen in den nächsten Stunden, so wie es aussieht. Und deswegen Tagesschluss ganz, ganz wichtig. Und dann auch drunter noch, und das ist so ein bisschen die doppelte Versicherung für die Käufer, darunter ist immer noch das Tief vom 15. Juli wichtig, die 12,294. Kann sein, das wäre der absolut knifflige Fall, dass sie unter 302 schließen, aber über 294. Ja, mal gucken, ob sie es so machen. Ja, und dann ist so ein weder noch, aber kann auch sein, dass er ganz klar durchschlägt. Dann hätten wir ein doppeltes, hier ein 1, 2, 3, ein kleines hier, also 1, 2, 3 aktiviert, gleichzeitig hier das große 1, 2, 3 reaktiviert. Und dann noch die schwache Saisonalität, dann wird das alles irgendwo auch zusammenpassen. Aber kann auch sein, dass sie das halten und verteidigen können. Also das ist jetzt das gilt zu beobachten. MBL Trading, du schaust jetzt den Tageschart. Also das, was ich gerade gemacht habe, ist der Tageschart gewesen, ja. Nasan schreibt, bitte nochmal einen Blick auf den Euro. Der fällt auf breiter Front. Jo, spannend. Nochmal hier die Geschichte. Wir haben 3. September ein 1-2-3 Tief ausgebildet. Das EZB-Tief lag auch hier drüber. Jetzt sind wir unter den Punkt 1 geschlagen.
Also 10979. Wenn das jetzt nicht nur einfach nur so ein Spike ist, sondern, so jetzt ist es auch ganz zu sehen, wenn das also nicht nur so ein kurzer Ausflug ist und die sich dann jetzt wieder erholen, dann wird es spannend sein, ob sie diese 10979 zum Widerstand machen. Wenn ja, also so geht ihr drunter und dann testet da immer wieder und klopft da dran und kommt nicht weiter. Dann hätte man bärischen Druckaufbau möglicherweise vor uns in Richtung des EZB-Tiefs insgesamt vom 3. September von dem Tief. Also jetzt entscheidend das Verhalten beobachten bei 10979, dem Punkt 1 aus dem 1-2-3 Trendwendemuster. Hier war ich jetzt im Stundenkerzenintervall eine Kerze, eine Stunde. Wenn euch das Format gefällt, dann scheut euch nicht, das zu teilen in Foren auf Social Media, Instagram und wo ihr alles unterwegs seid. Da schon mal vielen Dank dafür. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich und uns unterstützt. Ist auch jeder eingeladen, im Trader-Chat teilzunehmen. Meldet euch an, kommuniziert, tauscht euch aus. So wird das Ganze interaktiv und lebendig. Und immer lebendiger, umso mehr Leute auch da sind. MBL Trading, das Ding habe ich auch im Radar, im Daily Chart. Uli, er hat oben vom Stundenchart gesprochen. Natürlich ist der Tageschart relevant. Ja, danke für den Hinweis. Tatsächlich. Ja, also Dinge, die im Tageschart dann irgendwann da sind, entstehen natürlich irgendwann im Minutenchart und im Stundenchart auf kleineren Zeitebenen. Jetzt ist die Frage, wie geht man jetzt damit um? Wenn man jetzt sieht, dass der DAX jetzt unter diese beiden entscheidenden Marken, ich habe es jetzt dargelegt, warum ich denke, dass die wichtig sind. Und jetzt kann man annehmen, okay, jemand findet es auch wichtig. Und deswegen guckt man auf diese Marken. Wie kann man sich da jetzt verhalten, wenn der jetzt temporär einen Stundenschlusskurs drunter macht? Nun, das ist dann quasi so eine spieltheoretische Überlegung, weil man ja selbst weiß, und also jeder weiß, man sieht es ja, der Stundenschlusskurs ist drunter. So, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, der 10 Uhr Stundenschlusskurs wäre drunter, dann ist ja der Tagesschluss, wo es entschieden wird, ist erst um 23 Uhr. Also sind da noch, wenn ich jetzt richtig rechne, 12 Stunden übrig, also 12 Stunden Schlusskurse. Und daraus kann natürlich noch vieles werden. Zum Beispiel auch eine Bärenfalle. Ja, dass also quasi ein Stundenschlusskurs drunter kommt, die dann da plötzlich merken, da kommen keine Verkäufer und dann decken die ersten ein, die sagen, okay, das ist mir nicht geheuer und dann ist dann am Ende der Tagesschluss doch drüber. So. Und das ist nämlich etwas, was wir im US 30 zum Beispiel das ganze letzte Woche hatten, was mich ein bisschen das ist halt dann einfach schwierig, weil jeden Tag erzählt man immer das Gleiche und muss immer das Gleiche mit sich da, auf jeden Fall ist ja genau dieses Spiel, Stundenschlusskurs drunter, aber Tagesschluss nicht drunter, genau das, was wir hier hatten, ja. Und bedeutet, wenn ich hier unten, sagen wir mal, hier short gegangen bin, da wo jetzt das Kreuz ist, und hätte einen Stopp hier drüber gesetzt, ja, weil ich gesagt habe, okay, der läuft bestimmt runter, dann hätte ich mich hier temporär gefreut gehabt und hätte mich auch hier, ich weiß, der Tageschart hier, das Tief kam erst dann, dann kam das Hoch, hier auch gefreut, aber hätte hier auf dem Weg nach unten irgendwie meine Stopps vielleicht nachgezogen. Dann dreht der Markt, holt hier die ursprünglichen Stopps ab, ja, mit dem Spike hier drüber, ja, und kommt dann aber am nächsten Tag nicht mehr darüber, macht dann einen tieferen Schlusskurs.
Und jetzt hier mit dem Rücklauf bestätigt erst hier das Hoch, ja, und jetzt bestätigt er hier das Hoch. Also jetzt ist so der absteigende Ast dran, ja. Und die Bestätigung ist jetzt da, auf Tagesschlusskursbasis. Also was ich damit sagen will, auf Stundenschlusskursbasis ist die Geschichte immer heikel, weil es nochmal gedreht werden kann, weil es natürlich auch für diejenigen, die dann vorläufig short drin sind, erstmal noch eine heikle Geschichte ist, weil eben der Tagesschluss noch ganz anders ausfallen kann. Wenn aber der Tagesschluss mal da ist und man hat eine Bestätigung, dann ist halt die Signallage eine ganz andere. Heißt aber nicht, dass auch das noch gedreht werden kann. Ja, das ist halt immer so. Aber wenn ich halt einen Top im Tageschart habe, dann kann ich natürlich im Stundenchart schon anfangen zu gucken, dreht da was, verhält sich das jetzt plötzlich nicht mehr so bullisch und kann dann eben mir schon im Stundenchart die Geschichte anschauen. Bestätigung aber ist erst im Tageschart dann da. Kann ich auch eine Handelsstrategie drauf aufbauen. Ja. Ich sage, ich weiß ganz genau, dass das auf Tagesschlusskursbasis erst zählt. Ja, bei einem Setup jeglicher Art. Und kann dann sagen, okay, gucken wir mal, ob sie das wirklich auf Tagesschlusskursbasis hinbekommen. Ich kenne die Marke, über der sie eigentlich schließen müssten, ohne das Verkaufssignal zu liefern. Und baue dann eine Position auf in der Erwartung, dass sie das bis zum Tagesschluss wieder drüber heben. Ja, das sind das so Bärenfallen, Bullenfallen ausnutzen. Kann eine Strategie sein. Ralf Mandl fragt, gibt es was Neues beim WTI? Nicht wirklich. Beim WTI waren wir über der 200-Monats-Linie, 61,40. Da hätte man auch in der ganzen Aufregung sich einfach nur das hier anschauen können. Und hätte auch da wieder von dem Widerstand im Monatschart und dem Anstieg über diesen Widerstand während des Monats, also hier die letzten zwei Wochen, sich das anschauen können, okay, er muss ja darüber schließen und der ist aber jetzt temporär drüber, also ist der Widerstand noch nicht geknackt, also kann ich auch hier wieder darauf setzen, dass eine Bullenfalle kommt. Und die kam jetzt. Für den Moment muss man davon ausgehen, dass die 200-Monats-Linie bei 61,40 ein Widerstand ist, zumal diese lange schwarze Kerze ja diesen Widerstand bereits bestätigte. Auch diese Doji kam nicht ganz dran, bestätigte den Widerstand und hier mit diesem Fehlausbruch wurde er nochmal bestätigt. Dass der Ölpreis sich potenziell nach oben in Richtung 67,29 freischlägt. Da muss er dann eben über diese 200-Monats-Linie drüber und hängt so irgendwie jetzt so dazwischen. Ja, es gibt also keinen Ausbruch nach unten, wo doppelt der Punkt 1 hier bestätigt, aus dem 1-2-3-Trend-Wendemuster. Entschuldigung, jetzt ist der Chart auch in Fullscreen. Also auf der Unterseite doppelt bestätigt, auf der Oberseite nun ist irgendwie auch abgelehnt worden, dass es weiter eine Rallye gibt. Ja, das ist so ein bisschen im Monatschart, die Situation im Tageschart. Ach, das X ist hier fix, okay. Im Tageschart ist das Relevante, ist hier dieses 1, 2, 3, das sich ausgebildet hat. Das Hoch vom 13. August bei 57,41. Ist eine wichtige Unterstützung. Die Frage ist, gibt sich der Markt damit zufrieden, dass am 18. September zumindest in die Nähe von dieser 57,41 gekommen ist oder nicht?
Solange da aber drüber bleibt, über der 57,41 Dollar Marke, kann man hier von einem intakten intakten Boden sprechen und eben auch davon, dass hier die 200-Tage-Linie gehalten wird bei 57,82 und dass dann nach oben noch einmal irgendwann versucht werden könnte, das Ziel hier bei 61,71 anzulaufen und möglicherweise höher. Unter 57,41 wird hier sich die Situation technisch eintrüben und da muss man gucken, wird dann die 57,41 als Widerstand bestätigt? Ja, immer wieder das gleiche Spiel. Dass ihr in der Grundlage auch euch anschauen könnt, wie funktionieren diese 1, 2, 3 Trendwendemuster. Das Erklärvideo ist jetzt als Link im Chat hinterlegt. Man muss sich auch mal zufrieden geben können, schreibt Saskia. Guter Spruch. Und Bato Han möchte, dass ich Gold im 15-Minuten-Chart analysiere. Ja, das war falsch. Ich schaue mir normalerweise den Goldchart erst im Stundenchart an, alles darunter. Ich erfahrungsgemäß sehr viel Rauschen. Also rein markttechnisch, was mir hier auffällt, ist, dass wir intakt hier aufwärts laufen. Also Serie ist höheren Hochs und höheren Tiefs. Die Frage ist, kommt ein höheres Hoch? Der Rücklauf hier ist nicht wirklich impulsiv, ja, das ist so ganz langsam, schrittweise nach unten. Also kann man jetzt mal gucken, ob er ein höheres Hoch macht. Im Stundenchart geht es dann da immer noch beim Gold um dieses Top hier oben. 15,41,90, da wird es dann wieder spannend. Dafür habe ich mir auch einen Preisalarm eingestellt. Das heißt, wenn dieses Niveau hier gehandelt wird, dann bekomme ich hier ein Preis-Alert-Fenster, ein Alarmfenster oder bekomme das auf mein Smartphone. So, jetzt kann man sich im Blick behalten, nochmal in 8 Minuten kommt dann auch der Einkaufsmanager-Index. Auf europäischer Ebene. Ansonsten muss man jetzt im weiteren Verlauf auf das Verhalten achten, wie eben auch besprochen, im Bereich der 302 und der 294. Ja, da zählt der Tagesschlusskurs.
Und wie gesagt, temporär darunter muss man dann gucken, was passiert da. Achtet jetzt fortlaufend auch auf 1-2-3 Trendwendemuster. Also wenn wir jetzt hier irgendwo auf dem Weg so einen Impuls sehen und eben abgetrennt davon so ein Unvermögen des Marktes, ein tieferes Tief auszubilden und dann ein höheres Hoch, dann hätten wir die Chance, wenn das dann auch durch den SPX auf der rechten Seite bestätigt wird, da dann eben entsprechend eine gewisse Erholung wäre dann möglich. Es ist auch durchaus in der Vergangenheit zu sehen gewesen, dass der Markt deutlich in eine Trendbewegung geht, nachdem er das Signal gesetzt hat und dann die 422 noch einmal testet. Auch das ist nicht auszuschließen, sollte sich der Markt erholen. Eine mögliche Erholungsmarke ist im SPX 500 und das ist dann insofern recht synchron. Der DAX läuft auf diese Marken zu, der SPX auf die 581er Fibo-Extension liegt bei 2,985. Also doppelt trifft der SPX wie auch der DAX auf wichtige Unterstützungen auf. Und dann gilt eben, der Tagesschluss wird um 23 Uhr gemacht und nicht jetzt schon. Ja, insofern ist es so ein Timing-Problem, was die Bären jetzt haben, die den Index tiefer haben wollen. Wenn die sich jetzt schon verausgaben und dann heute Nacht dann nichts machen können, und der Markt dann wieder drüber schließt, haben wir morgen die Chance mit dieser Info, aha, die haben dann Unvermögen gezeigt, den Markt tiefer zu drücken, die haben die Kontrolle nicht über den Markt, hätten morgen die Longkäufer die Chance, den Markt wieder nach oben zu bewegen. Mit der Info, aha, es wurde ja diese Unterstützung gekauft, ne, ist nicht runtergerutscht. Ja, das ist also noch möglich. In dem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Handelstag. Wir sehen uns und hören uns dann, wenn ihr wollt, morgen wieder zur gleichen Zeit, wieder um 9 Uhr auf unserem YouTube-Livestream. Macht's gut, bis morgen, Servus.